So, hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Gothic. Dieses Mal hoffentlich ohne Abstürze und ich habe letztes Mal ganz vergessen, etwas zu erwähnen. Ja, was Wichtiges. Wir haben nämlich ein neues Schwert. Das Gasschwert haben wir jetzt. Das soll wohl angeblich, glaube ich, habe ich mal gelesen, der mächtigste Einhänder sein, den es so gibt für Gothic. Also, mächtiger können wir jetzt auf der Einhand nicht mehr werden. Das geht halt einfach nicht, ja. So, das war's auch schon, was ich sagen wollte. Licht ist an, nicht weil ich es gebräucht hätte, sondern weil ich einfach mal sehen wollte, wo dieser Idiot denn überhaupt hinläuft, ja. Bei diesen Säulen da, wo man da hochspringen muss und über die Säulen springen muss. Hey, Katastrophe, meinst du, der macht da mal was richtig? Keine Chance. Wo müssen wir da jetzt hin? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich mach mal lieber meinen Todesring an. In der Hoffnung, dass hier nichts Gefährliches mehr auf uns wartet. Aber ich fürchte, es sieht schlecht aus. Oh, Scheiße! Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, wieso? Scheiße, ey. Kommt der noch hinterher? Natürlich kommt der noch hinterher. Komm schon. Er kommt nicht hinterher. Doch, er kommt. Natürlich kommt er noch hinterher. Stirb! Hahaha! Ich hab Unizil! Ich hasse dich! Einer weniger. Einer weniger. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Einfach nur Scheiß drauf, ja? Der war gefährlich. Sollen wir mal einen Todeshauch versuchen? Wir mal beim nächsten. Da werden sicherlich noch einige kommen. Da ist irgendwas. Oh, scheiße. Scheiße, Waffe wechseln. Glück gehabt. Alter. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Wir scheinen hier ein paar Schwerter zu brauchen, ha? Huh? Guck mal da, es geht also nicht mehr weiter. Was ist denn dahinter? Sieht man da schon irgendwas? Nee, ne? Es geht da hinten halt irgendwie weiter. Alter, ich habe echt Angst, dass wir das Let's Play jetzt gleich beenden werden. Oh, ey, scheiße, ey. Was erwartet uns denn da jetzt noch? Korkalom hängt hier irgendwo rum, ja? Das kann ich mir mal zeigen, übrigens allgemeine Infos. Ork-Tempel. Gor Boba hat sich mir auf den Weg in den Weg gestellt, um mich aufzuhalten. Um mich aufzuhalten. Ich habe noch von ihm erfahren, dass Kolom und seine Anhänger von dem Hohepriestern Macht verliehen bekommen haben, sodass sie sich nicht mehr mit menschlichen Waffen verletzen lassen, ja? Das ist ein bisschen scheiße, ja? Weil, menschliche Waffen sind nicht so geil. Oder menschliche Waffen waren eigentlich ziemlich geil. Tja, was soll man tun? Wir haben... Ach, wir haben Schaden genommen. Ach, scheiß drauf. Es ist zu wenig, als dass wir uns das dafür interessieren könnten. Eins rein. So. Zwei rein. Na, den da. Jetzt komm schon. Natürlich kannst du das... Ah, jetzt... Du bist so eine, eine Pfeife sondergleichen. Drei rein. Komm schon. Das hast du. Du hast die alle kaputt gemacht. Jetzt komm hier nicht mit. Du hast hier einen nicht. Das kann nicht sein. Hä? 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 Eins, zwei, drei, vier. Wo ist der fünfte? Scheiße, ey. Wo ist denn der jetzt? Wo finde ich denn den? Wir haben die doch definitiv... Scheiße, ey. Wo ist denn... Oh, fuck. Wo ist das letzte benötigte Teil? Na super, jetzt können wir hier die hohen Priester mal alle abmachen. Oh, hier geht's eigentlich nicht runter. Ja, egal. Wir haben eh noch genug Tränke. Von daher können wir da durchwählen. Nein! Aber ich glaube, das ist der bei Uriziel. Ich glaube, das ist der von Uriziel. Ich bin mir nicht sicher, aber das müsste der sein.
wo der das Schwert bewacht hat, weil es der vierte war. Hoffe ich mal. Fuck, ey. Nein. Wieso haben wir den nicht? Wir hatten die doch alle. Habe ich da einen übersehen? Oh, oh, oh. So ein Kack, ey. Das gefällt mir aber gar nicht. Ja, dann laufen wir wohl noch ein bisschen durch die Gegend, bevor wir hier erfahren, was hinter diesem mysteriösen der Gatter ist, ja. Apokalyptische Templer haben wir jetzt schon genug gesehen. Die sind nicht so cool. Die werden uns auch verdammt noch mal viel wehtun, fürchte ich. Ja. Rollen schwer. So, mach dich mal da runter. Und spring am besten gleich hier drauf. Oh bitte, wie sehr ich jetzt hoffe, dass es wenigstens dieser Stab ist, dass wir den jetzt nicht noch suchen müssen. Alter, wie assi das wäre, wenn das jetzt der erste oder zweite ist, der fehlt. Ja, die sind bestimmt von links nach rechts geordnet. Alter, schach. Ach, deswegen liegt auch dem seine Leiche noch da. Sieh mal, Kacke. Können wir den hier anvisieren? Oder müssen wir dafür auf die andere Seite? Schleichmodus? Wow, fuck. Bleib mal chillig. Wir haben es halt ernsthaft einfach nicht mitgenommen. Ach, lächerlich. Das! Oh, Leute! Was für ein kleiner, peinlicher Fehler. Ja, jetzt kannst du endlich auch in Ruhe verwesen. Du und deine dumme Leiche, ja. Weiter geht's. La 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 la. Hab ich... Ah, ich hab's gerade schon gespeichert. Ich bin ja ein Idiot, ne? Egal. Doppelt hält besser. Welche Spielzeit haben wir eigentlich in Gothic? Wir laufen noch so weit, bis es wieder schön ist. Spielzeit? Was? Was? 29? 11.02? Ach so. 33 Stunden haben wir jetzt mittlerweile Gothic gespielt, ja? Das ist ja mal schön. Und da ich außerhalb, okay, was machst du da? Ja, egal. Da ich außerhalb des Let's Plays eigentlich nicht irgendwas an den Spielständen gemacht habe, sind das bis auf 2-3 Mal ein bisschen gelaufen. Also ihr wisst schon, so zu Orten gelaufen oder so, habe ich ja nie was gespeichert, wenn ich das nicht gemacht habe. Entsprechend sind diese 33 Stunden wirklich auch größtenteils im Let's Play. Das ist doch mal nicht schlecht, würde ich mal sagen, gell? So, wir laufen jetzt ein wenig weiter. Ja, da fehlte tatsächlich. Oh, leck mich doch, ey. Leck mich fett. Ah, jetzt können wir wieder ein bisschen durch die Gegend laufen. Und jetzt kriegen wir das Tor aber dann endlich auch auf. Ich bin gespannt, was dahinter ist, weil ich fürchte, das hier wird wirklich unsere letzte Prüfung. Dann wird das Let's Play wohl beendet sein. Aber, hey, ich check das nicht. Die Barriere ist doch noch gar nicht auf. Ich meine, Xardas hat ja in Rätseln gesprochen von wegen, ja, ja, im Ork-Tempel musst du hin, ey, du bist voll der Held, ey. Alle hoffen auf dich, die Orks wollen dich voll ficken, ey, ja, hier. Und, ich weiß nicht, der hat aber einen auf Macker gemacht, aber wirklich was sagen konnte er nicht. Und jetzt rennen wir hier durch die Gegend in irgendeinem Tempel, wo wir eigentlich gar nichts wirklich machen wollen, aber keine Ahnung. Na, egal. La 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 la. Spiel speichern. So, damit wir den Weg auf jeden Fall schon mal gemacht haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist offen. Es ist offen. Ich hab voll den Schiss. Ich bin mir sicher, das Gatter geht gleich wieder zu. Ist das Korkalom? Wer ist das? Das ist Korkalom, oder? Also sind wir hier kurz vor dem Ende. Glaube ich. Oh, scheiße, ey. Nee. Xardas? Hä? Was macht der denn da? Wir haben nicht viel Zeit, also höre mir genau zu. Wie kommst du
Der Schläfer ist nicht mehr weit. Ich musste all meine Kraft aufbringen, um zu dir zu gelangen. Ich habe die orkischen Prophezeiungen übersetzt und herausgefunden, was es mit den 5 Herzen auf sich hat. Die 5 Herzen der Priester, die du besiegt hast, wurden in 5 Schreine gelegt. Diese Schreine können geöffnet werden, aber nur die alten Klingen, welche die Priester bei sich trugen, können die Herzen verletzen. Du musst die Herzen mit den 5 Klingen durchstoßen. Nur so wirst du den Schläfer von dieser Welt verbannen können. Ich verstehe. Beeile dich, denn das Erwachen des Erzdämons ist nahe. Der verrückte Kor Kalom und seine verblendeten Anhänger sind hier. Sie haben sich in der Halle des Schläfers versammelt. Ich habe schon genug geblutet. Jetzt wird mich niemand mehr aufhalten. Die Macht des Schläfers wird immer stärker. Ich kann nicht... Was ist los mit dir? Ich muss... Nicht sterben, mein Freund. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben! Nein! Xardas! Nein! Du darfst nicht! Nicht sterben! Bitte nicht sterben, Xardas! Nein! Dieser blöde Kackdämon, ey! Er möge in der Hölle verrecken! Wie kann er es nur wagen, meinen geliebten Xardas zu töten, ey? Das geht nicht! So, und wir legen uns jetzt übrigens mal... Wir müssen uns eh nicht mehr teleportieren. Es wurde ja schon gesagt, das hier ist das Finale. Ach, wir haben 2-mal das Licht und 1-mal die Heilung. Ja, jetzt kommt die Heilung auf die 9. Und dann heilen wir uns ein bisschen. So, und jetzt füllen wir uns einfach unser Mana auf, ja. Nochmal. Na, das lohnt sich nicht. Dann speichern wir, was ist hier? Da geht's runter, okay. Ach, die gehen vermutlich alle einfach da runter, oder? Licht machen wir auch gleich nochmal. Oh, das darf mir jetzt nicht mehr passieren. Licht liegt jetzt auf einer anderen Nummer. Ah, das war wieder dämlich. Na, egal. Ich hätte nicht speichern sollen. Wenn wir Pech haben, ist das Licht jetzt weg. Geht's da auch? Nein? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Unübersichtlich. Hier, wo geht's hier hin? Hier geht's nicht mehr weiter. Wir müssen also irgendwelche 5 Herzen durchstoßen. Die werden vermutlich beim Schläfer liegen. Aber wir haben ja hier Urdeziel. Damit geht das ja. Heilige Scheiße, was ist das denn? Oh, eine verschlossene Truhe. Ja, die nehmen wir mit. Na, wir haben eh so viele Dietriche, dass wir die eh so einfach... verdammt. Oder Ziel. Und aus. Und... Achso, die können wir einfach aufmachen, trotz Schloss. Ja, das ist ja... Ah! Mana-Bonus hoch und Lebensbonus auch. Also sehr perfekt, ja. Wenn es jetzt auf der anderen Seite genau dasselbe nochmal ist, ist alles gut. Es geht also wirklich scheinbar auf den letzten Kampf zu. Und wenn der sagt, wir müssen die Klingen durchstoßen, dann kann es ja einfach nur sein, dass der Schläfer derjenige ist, der uns dabei aufhalten will. Weil der Kor Kalom ist da bestimmt nicht dran. Oh, scheiße, ich will nicht, dass dieses Viech wieder lebt. Ich bin doch viel zu schwach und ich kann mit dem Kampfsystem überhaupt nichts tun. Und Xardas ist tot. Das kann doch nicht sein. Wie gemein ist das denn? Du blödes... Bist du das überhaupt? Du blödes Kackviech. Verrecke in der Hölle. Oh Mann, Xardas, mein Xardas. Ich vermiss dich so sehr. Ich bin ja mal gespannt, wie wir das machen, weil sobald wir Mana auffüllen, müssen sie mir im Arsch. Ja. Sobald wir Mana auffüllen, wir kriegen Mana nicht aufgefüllt, das geht da nicht mehr. Können wir hier eigentlich was machen? Das ist, da ist doch auch wieder was drin, oder? Ah, oh, ist das geil. Jawohl. Jawohl, das ist für die, die das nicht gecheckt haben, dass man da auch was... Ach so, das ist nicht bei jedem scheinbar. Doch, es ist bei jedem. Alter, ich lach mich verreckt, ey. Da können wir ja mit Mana nochmal richtig hochgehen. Das geht definitiv auf den Endkampf zu. Ach du Scheiße. Ja, müssen wir übrigens dann nachher nochmal zurück und die andere Seite auch leeren. Ha, das ist ja mal voll gemein hier. Boah, ey, das kriegst du ja gar nicht hin. Mana... Trank der Herrschaft, Geschicklichkeit. Oh, Alter, ey. Wenn wir die Tränke trinken, dann sind wir locker auf 150 bei allen Werten. Nochmal mehr, ey. Ey, Schläfer, pass mal auf, ja, mir komme. Elixier des Lebens, mehr. Ja, das ist heilen und auch nochmal heilen. Ja, Alter, das ist ja mal übel. Wow,
So, such dir es mal aus. Mehr, mehr, mehr. Alter, das ist ja mal krass, ey, was da alles drin ist. Ein Glück habe ich die Statuen hier noch erkannt. Dann können wir sie auf der anderen Seite auch nochmal holen. Weil ich mein, Alter, ey, das wird jetzt richtig krass. Da können wir mal richtig hochleveln, ja. Aber kann man sagen, ich will nicht, dass mein Xardas tot ist. Manno, das ist so gemein. Warum sterben die Guten immer so früh und so plötzlich? Das ist so unfair. Xardas, was mache ich denn nur ohne dich? Mann, die scheiß Barriere ist ohne dich auch nichts mehr wert. Wie unfair. Nein. Ja, keine Sorge, Xardas, wir werden dich retten. Ne? Vielleicht ist er ja auch nur in Ohnmacht gefallen. Ja, Quarkalom, ne, der andere, der Iberion, ist ja auch erst nur in Ohnmacht gefallen, bevor er dann schlussendlich scheiße. Xardas wird krepieren. Außer wir besiegen den Schläfer schnell und trödeln nicht noch rum, indem wir irgendwelche Updates einsammeln, die das scheinbar verdammt einfach machen. Ey, das sind ja jetzt locker schon, weiß ich nicht, 60 Punkte oder was, die wir hier in allen Kategorien nochmal dazu kriegen, ja. Ist ja mal übel. Ich meine, ich habe da nichts dagegen, aber oh, das ist ordentlich. Oh, Tatsache, die Wichser, ey. Da verstecken sie das ganze wertvolle Zeug da hier, damit es nicht jeder findet, hä? Das ist nicht schlecht. So. So, Xardas, dir zu Ehren werden wieder Upgrades auch in deiner Nähe machen, dass du unsere neue Kraft spürst und vielleicht wieder aufwachst. Das wäre super. Also nicht, dass er das machen wird, aber egal. Alter, ey. Heißt das, wir müssen jetzt Korkalom töten, bevor der irgendwie den Schläfer wieder erweckt? Aber der hat gesagt, der Schläfer ist nah und der ist schon am Wiedererwecken. Das heißt, wir müssen irgendwelche Herzen mit irgendwelchen Klingen durchstoßen. Ach du Scheiße, ey. So. Wir speichern das mal. Und schauen uns unsere Werte an. Ja, 109, 38, 100, 474. So. Das trinken wir. Das trinken wir. Das ist unwichtig. Das ist auch unwichtig. Die behalten wir aber mal im Hinterkopf, ja. So, Upgrades machen die. 5 mehr. 15 mehr. Und hier 7 mal 15. Ey, das ist 35. Das sind 105. Ach du Scheiße, kriegen wir 130, kriegen wir am Leben dazu, ey. Übel. So, na, wir saufen jetzt mal wegen Lebensenergie leer. Jawoll, sehr gut. Das ist Mana-Bonus. Ja, und dann kriegen wir hier auch nochmal 6. Das sind 60 plus 30, 90. 90 Mana, Alter. Oh, damit können wir dann ordentlich loslegen hier. Ja, pass nur mal auf, ja, die machen wir fertig. Die Wichser da, mit ihrem scheiß Schläfer da. Ja, wir sind viel bessere. Geschicklichkeit und Stärke auch nochmal hoch. Jawohl. Dann haben wir hier nochmal einen Krank der Stärke. Ja, der ist dann für die Gardisten, aber das brauchen wir im Endeffekt nicht, weil wir den Schläfer nicht verletzen können. Aber egal, was da ist, ist da. Vielleicht müssen wir auch gegen Korkalon... Ja, die sind aber gegen normale Waffen immun, ne? So. Wir machen jetzt die typische Methode. Die 9. Heilen uns ein bisschen hoch. Und dann wird Mana gesteigert. Ja, machen wir jetzt nochmal das. Und dann haben wir volles Mana. Verdammt, was wollte ich jetzt hier gucken? Wir haben jetzt 177 Stärke. Alter, ist das übel, ey. Boah, wenn wir jetzt Uriziel... Wenn wir jetzt Gardist wären, wir könnten so abgehen. Das wäre krass, ey. Wir haben 66 geschickt. Da waren wir, glaube ich, vorher auf 38 oder so. Also das ist schon gut gestiegen. Mana sind einfach mal 90 mehr, ja. Wenn wir jetzt einen Mana-Ring anziehen würden, dann würden wir auf 200 Mana kommen. Damit könnten wir den Schläfer verdammt nochmal so richtig den Arsch ficken. Ja, und Leben haben wir fast 600. Ja, ich denke mal, das wird auch gebraucht werden, ja. Gut, dann speichern wir. Und dann würde ich sagen, begebe ich mich langsam auf den Weg. Wobei ich glaube, dass ich den Endkampf, weil ich so eiskalt bin, erst in den nächsten Ding lege, hä? In den nächsten Part, weil ich so scheiße bin. Aber wahrscheinlich werden wir den eh 5-mal angehen müssen, weil wir so unfähig sind im Kampf. Oder weil ich so ein absolut unfähiger Kämpfer bin. Oh. Fuck. Bleibt der stehen? Ja, er bleibt stehen. Gleich nochmal, gleich nochmal, gleich nochmal. Jawoll. Der Wichser ist halt einfach mal fast tot und wir kriegen ihn nicht tot.
Bitte, mach dich nicht, blamier dich nicht. Mit Odizil kriegen wir den ja tot, ja? Den auf der anderen Seite machen wir übrigens auch verreckt. Oh, war das knapp, ey. Heilige Scheiße. Ja, Mana hat uns das auch gleich wieder gekostet. Ey, wenn wir so dahin gehen, dann sind wir im Arsch. Also, ja, Licht machen wir auch gleich nochmal an. Dann speichern wir nochmal. Wir haben einen Tod gekriegt, das ist schon mal gut. Das ist mehr als erwartet. Verschiedenes Mana. Uch, jawohl. Wir haben eh 65 Tränke. Wir können unser Mana jetzt durchgehend hochheilen. Das ist ärgerlich. Das hätte uns nicht passieren können. Dann machen wir den Tempel auf der anderen Seite noch durch. Und dann ist mehr als genug für diesen Part geschehen. Nächstes Mal machen wir es über zweimal Odizil. Es scheint ihn ja zu erwischen. Also von daher ist das kein Problem, denke ich. Komm her, wo ist er? Da ist er. Er hat uns gesehen, dann heißt es Angreif! Oh, das ist knapp, ey! Scheiße, ey! Der hat uns ordentlich knallhart abgehauen, ja. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Part von Let's Play Gothic. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Kommi freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Bis demnächst. Tschüss.